Herr Böchert, Sie haben gerade jetzt die Persönlichkeit Ludwig Holbeins angesprochen. Versuchen wir in diesem ersten Teil unserer Diskussion das Geniale von Holbein zu beleuchten. Denn wie Frau Philipp es bereits gesagt hat, die Ausstellung Fatal Genial, fangen wir mit dem Genialen an. Im Flyer zu dieser Ausstellung wirbt Holbein als Reklamegott, großer Erfinder des künstlerischen Werbeplakats in Deutschland, Markenpapst, Werbedominator, Impulsgeber, Fälschungsopfer, Populist, Maler, Verpackungsdesigner, Möbeldesigner und Autor von zahlreichen Stilikonen bezeichnet. Wenn man aber bedenkt, dass Holbein eigentlich in Münchner Stadtadressbuch als Architekt geführt war, will man eigentlich erfahren, wer war Ludwig Holbein, der bemerkenswerterweise ganz kurz vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1874, also kurz nach der Gründung, geboren wurde und im Jahr der Gründung der Deutschen Bundesrepublik verstarb in Berchtesgaden. Also, who are you, Mr. Holbein? Bleibe ich im Wort, ja? Herr Böchle, Dann bitte. würde ich vielleicht, dann würde ich das aufgreifen. Also ich finde den Hinweis von Ihnen sehr gut, Herr Mutschnick, dass Sie sozusagen auf die Selbstbezeichnung von Ludwig Holbein als Architekt zu sprechen kommen. In der Tat, glaube ich, war der Künstler, der er ohne Frage war, Zeit seines Lebens stolz auf die akademische Ausbildung, die er als Architekt gemacht hatte. Und ich glaube, dass er auch stolz war auf seinen Professorentitel. Er hätte also gut zu Ihnen hier in diese Runde gepasst, denn er hat sich nicht verstanden als ein Autodidakt, sondern als ein Fachmann. Und so hat er sich später auch selbst inszeniert. Und nachdem er Architekt war und auch stolz darauf war, hat er davon gerne Gebrauch gemacht, denn die Architektur versteht sich ja als die Gesamtheit aller Künste. Das Bauhaus hat sich ja auch deswegen Bauhaus genannt und nicht Baumalerei oder Baustaffette oder Baupalette. Das heißt also, er kommt aus einem ganzheitlichen Denkzusammenhang als Architekt. Und ich glaube tatsächlich, dass ihm das in dieser völlig neuen Denkrichtung der Werbung, Herr Professor Steiner hat ja auf die Modernität der Erfindung des Markenwesens und der Werbung schon angespielt, dass ihm das geholfen hat, weil er generalistisch gearbeitet und gedacht hat. Im Grunde kommt Holbein als Architekt erst in die Kunst, reüssiert sehr schnell, wird schon kurz nach 1900 von der Nationalgalerie angekauft, gilt sofort als prominenter, als berühmter Maler und gibt dann eine Vorbildrolle ab, indem er das Fach wechselt und freiwillig sozusagen bergab gleitet, möchte ich mal sagen, und sich aus der akademischen Malerei zur Verfügung stellt. So muss man das wirklich sagen, für die ersten werbekünstlerischen Arbeiten, die ja damals einen sehr experimentellen Charakter hatten. Ich habe das mal so salopp ausgedrückt. Das ist so, wie wenn Sie die Qualifikation haben und aufgenommen worden sind in den Profikader von Bayern München und dann eben sofort kommen, dass Sie im Kader sind, entscheiden, das ist nicht Ihr Ding und Sie werden Trainer einer Damenfußballmannschaft. Also er hat Tabus gebrochen, er hat seine Arbeiten, seine grafischen und werblichen Arbeiten dann aber signiert wie ein Künstler und hat sich damit sofort einen Star-Ruhm auch begründet, weil er das Tabu gebrochen hat, dass die Werbung anonym zu sein hat. Nein, seine Plakate, seine Verpackungen sogar waren signiert. Und damit, und natürlich auch mit der Qualität, die er hat, mit der grafischen und werblichen Qualität, mit der psychologischen Qualität, die er einbringt, hat er sich eine ungeheure Expertise nicht nur in München, sondern eben international erarbeitet und wurde dann eben bis nach Frankreich und in allen Ländern USA als der führende oder einer der führenden europäischen und wahrscheinlich auch der bedeutendste deutsche Plakatkünstler, Werbegrafiker, Designer, Markenerfinder und am Ende auch wirklich Markenführer oder Markendominator gesehen. Herr Steiner, würden Sie Holbein als genial bezeichnen, als Papst, Ikone, diese Bezeichnungen, die eigentlich keine Steigerung mehr brauchen? Ja, also das, was Sie aufgelistet haben, Kollege Mutschnick, sind natürlich zum Teil Beschreibungen, zum Teil sind es aber auch einfach werbliche Ehrennamen, würde ich mal sagen, nicht, die dem Ludwig Holbein da zugeschrieben werden. Ich würde mich an der Stelle fragen, was heißt überhaupt genial oder was meint man damit, nicht? Und im Kontext der Kunst, also der traditionellen Kunstauffassung, spricht man ja davon, dass das Genie den Künstler beseelt. Dann ist das Kunstwerk Ausdruck der Meisterschaft oder der Inspiration durch eine höhere Macht. Und die moderne Kulturwissenschaft würde sagen, naja, also ein typischer Fetisch. In diesem Zusammenhang, denke ich, könnte man schon sagen, also Ludwig Holbein hat sich selbst definitiv als Genie gesehen. Das bedeutet nicht, dass wir selbst ihn so sehen müssen. Er war Architekt, Plakatgestalter, er war Verpackungsdesigner, Maler und so weiter.
Auch wenn wir ihn vielleicht nicht in allen diesen Tätigkeiten als Genie ansehen, verkörpert er etwas, was für seine Zeit, glaube ich, ganz typisch ist. Nämlich, man hat keine strikte Trennung gesehen zwischen Kunst und Design. Man hatte eher ein osmotisches Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Feldern. Und das konnte sehr gut für Inspiration und für Innovation auch genutzt werden. Man hat damit neue Bildwelten geschaffen. Und in dem Zusammenhang, würde ich sagen, ist Ludwig Holbein durchaus zu würdigen. Er ist also jemand, der diese moderne Funktion und auch die moderne Gestaltungsweise des Plakats prägnant ausformuliert hat. Er ist nicht der Einzige, da gibt es Lucian Bernhard und viele andere, die das in derselben Zeit eben auch gemacht haben. Aber Ludwig Holbein hat es eben geschafft, als erfolgreicher Geschäftsmann eben Plakate zu gestalten als eine Form von öffentlicher Kunst. Vielen Dank, Herr Albert. Unsere Diskussion heißt Markenikonen im 21. Jahrhundert. Marke, Ikone und überhaupt der Begriff Ikone hat so viele Bedeutungen, dass wirklich die Zeit keine Diskussion wird reichen, die alle jetzt zu nennen. Dennoch, Kollege Albert, was ist für Sie eine Markenikone? Und gibt es welche, die der Protagonist unserer Diskussion erschaffen hat? Ja, bei Ludwig Holbein haben wir ja quasi das Thema, dass er sich zum einen selbst, kommen wir ja später auch noch zu sprechen, zu einer Markenikone ein Stück weit versucht hat zu stilisieren und natürlich auch seine Kunden irgendwie auch mit diesem Image zu versehen. Um die Frage, also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es schwer zu beantworten, wie sehr man das tatsächlich da, wie man da eine Parallele ziehen kann. Wenn wir über Genialität reden, wie in dem Kapitel, wie Sie es angekündigt haben, würde ich sagen, dass er auf jeden Fall ein herausragendes Gespür dafür hatte, sich selbst und seine Kunden gleichermaßen aufzuwerten und das Ganze dann auch irgendwas mit, ich sag mal, in Richtung ikonenhaft zu treiben. Und das finde ich schon außergewöhnlich, dass man das von Anfang an und fast ebenbürtig sich selbst mit dem Kunden zusammen erhebt in dem, was er geschaffen hat.